Ich habe die Ehre, euch zu diesem Video begrüßen zu dürfen. Um was es geht, seht ihr, wenn das Rad sich dreht. Das heutige Video geht darum, wie ich denn hier, man sieht es hier, meine Kurven fahre, also meine Linienwahl. Ich habe darüber ja schon ein paar Mal was erzählt. Jetzt wollte ich aber noch mal ein Video machen, wo ich wirklich nur auf meine Linienwahl eingehe. Vielen von euch wird wahrscheinlich schon aufgefallen sein, dass es, sagen wir mal, anders aussieht als bei vielen anderen Motorradfahrern. Vielleicht auch anders als bei dir, das kann ich jetzt nicht sagen. Grundsätzlich, warum fahre ich so eine Linie, wie ich sie denn fahre? Ich fahre die Linie, weil ich der Meinung bin, oder ich bin überzeugt davon, dass diese Linie sicherer ist, als wenn ich die Kurven schneiden würde. So, fangen wir doch mal damit an, was ich denn überhaupt für eine Linie fahre. Wie man sieht, jetzt kommt zum Beispiel eine Rechtskurve und ich fahre die Rechtskurve nicht innen. Ich fahre sie in etwa dort, wo bei einem Auto der linke Vorderreifen wäre. So. Also, der linke Vorderreifen ist etwa hier, da fahre ich die Kurve durch. In Kurven fahre ich eigentlich genau dort, wo vom Auto das rechte Vorderrad wäre. Also hier ziemlich weit auf der rechten Seite. So, ich schneide die Kurve auch nicht. Ich fahre also genau, wie mein Name schon sagt, Kurvenradius TV, den Kurvenradius aus. Ich habe ja das Beispiel mit dem Autoreifen gebracht. Da kann man also schon einen Vorteil so ein bisschen erahnen. Und zwar, dass die Spur, in der sich mein Motorradreifen durch die Kurve bewegt, im Regelfall relativ sauber sein sollte. Weil die Autos da durchfahren und immer den Dreck eigentlich wegräumen. Das heißt, man hat einen Faktor, wie zum Beispiel Schmutz auf der Straße, schon mal, ich sage mal, gegenüber einer anderen Linie auf jeden Fall minimiert. Noch ein Riesenvorteil dieser Linie ist, dass ich in unübersichtlichen Kurven, sagen wir mal in unübersichtlichen Linkskurven, nicht mit meinem Kopf auf der gegnerischen Fahrbahn bin und auch mit dem Kopf möglichst weit weg von der Mittellinie in Schräglage. Also hier haben wir eine unübersichtliche Kurve, ich fahre auf meiner Linie, so, und mein Kopf ist jetzt mit relativ wenig Schräglage ungefähr auf der Mitte meiner Spur gewesen. So, ich fahre die Kurve recht außen mit ein bisschen höherer Schräglage. Und mein Kopf, wie man sieht, bei weitem nicht an der Mittellinie dran. Die Kurve da vorne ist jetzt meine Beispielkurve. In der Kurve werde ich euch mal so ein bisschen versuchen zu veranschaulichen, welche Vorteile meine Linienwahl hat. So, wir werden die Kurve jetzt mal auf meiner Linie durchfahren. So, erledigt. Jetzt werde ich euch mal das Bild gleich umswitchen und werde euch mal zeigen, wie das von außen aussieht. Bam. Jetzt machen wir dasselbe nochmal auf der Linie, die ich leider bei sehr vielen Motorradfahrern sehe. Gucken, ob ich das hinkriege. So, ich habe es, glaube ich, hinbekommen. Nochmal der Switch auf die andere Position, dass ihr seht, wo denn mein Motorrad sich befunden hat, wo mein Kopf sich befunden hat. Und ich habe jetzt bewusst die Kurve nicht mit so viel Schräglage gefahren, wie ich sie sonst fahren würde. Und zusätzlich weiß ich aus sicherer Quelle, dass jetzt kein Bus kommen kann. So, jetzt habt ihr beide Linien aus der äußeren Perspektive gesehen. Könnt also genau sehen, wo sich jeweils mein Kopf befindet, wie schräg ich gefahren bin. Und um das Ganze jetzt so ein bisschen
sagen wir mal, eindrucksvoller darzustellen, werde ich euch jetzt einfach mal einblenden, wenn denn der Bus durch diese Linie kommt. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Das ist jetzt die Kurve von oben. Wie man sieht, die wird recht eng da vorne. Das heißt, der Bus ist also gezwungen auszuholen. Der muss hier auf die Gegenfahrbahn und muss auch, wenn er die Kurve fährt, mit dem vorderen Teil seines Busses auf der Gegenfahrbahn sein. Zwangsweise, weil sonst einfach sein Heck zwangsweise rechts neben der Fahrbahn schon wäre. So, und jetzt machen wir das mal noch ein bisschen weiter. Jetzt blende ich euch mal ein, wie ich denn auf meiner Linie durch Kurve durchfahre. Und dazu kommt jetzt noch zusätzlich der Bus dazu. Wie man sieht, ist selbst das schon relativ knapp. Jetzt machen wir es aber mal so. Ich blende euch die Linie ein, wie ich leider viele Motorradfahrer fahren sehe. Und jetzt zusätzlich den Bus. Zack. Ich würde behaupten, Game over. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Ich sage Game over. Also ich mache es ja so, dass ich beim normalen Fahren, wenn ich halt meinen Tag genieße, auch immer mal wieder einbaue, Gefahrensituationen zu trainieren. Da übe ich also auch Ausweichmanöver. Das heißt, Schräglage fahren zum Beispiel, Gefahrensituation und ich muss das Motorrad aufstellen, muss möglichst schnell das Motorrad so in eine Position manövrieren, die in der Situation halt noch sicher ist. Das Ganze machen wir jetzt mal. Ich durchfahre die Kurve nochmal, fahre sie auf der meiner Meinung nach nicht sicheren Linie und werde man das Motorrad möglichst schnell aufstellen und in eine sichere Position bringen. So, dann machen wir das Ganze mal. Daher die Linkskurve, falsche Linie. Motorrad aufstellen. So. Das war jetzt das, was ich mich spontan getraut habe. Das heißt, ich habe den Lenker gedrückt, habe das Motorrad aufgestellt und habe das, was ich der Meinung war, was jetzt ungefähr drin liegt, probiert, um das Motorrad möglichst schnell nach außen zu bringen. Ich selbst bin gerade ein wenig erschrocken, wie wenig ich mich eigentlich getraut habe. Der Körper hat reagiert, will das Motorrad nach außen bringen und unterbewusst macht er das aber nur bis zu einem gewissen Maße. Das heißt, er traut sich das nicht ganz, ganz böse extrem aufzustellen, weil er weiß, ich stelle es auf, werde nach außen getragen und wenn ich außen bin, muss ich aber wieder in die Schräglage rein, um die Kurve überhaupt noch zu kriegen. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ihr da draußen so ein bisschen in euch geht, überlegt mal, was ihr für eine Linie fahrt und überlegt mal, wie ihr, wenn ihr so eine Linie fahrt und der Bus kommt, reagieren würdet. Seid ihr überzeugt, dass ihr das in der kurzen Zeit noch geregelt bekommt, das Motorrad aufzustellen, den Bus auszuweichen, wieder in Schräglage zu drücken, um die Kurve noch zu kriegen? Das muss jeder selber wissen. Ich für meinen Teil glaube, wenn ich die Linie so fahren würde, würde ich mit meinem Fahrkönnen es nicht hinbekommen. Warum ich auch diese Linie fahre, haben wahrscheinlich einige schon in meiner Videobeschreibung unten gelesen. Da taucht nämlich der Satz auf, dass ich nicht möglichst schnell von A nach B kommen möchte mit dem Motorrad, sondern möglichst schräg. So, und wenn ich genau den Kurvenradius fahre, dann bin ich zwangsweise schräger, als wenn ich die Kurve schneiden würde. Und schräg bedeutet für mich persönlich einfach mehr Spaß. Wenn ich jetzt die Kurven schneiden würde, das wäre mir so langweilig, dann müsste ich doch viel zu schnell fahren. Bin ich schon in Deutschland im illegalen Bereich und so kann ich schön legal durch die Kurven zirkeln, kann das Motorrad von rechts nach links werfen und bin trotzdem legal und vor allen Dingen wirklich mit Spaß unterwegs. Also mir macht das viel, viel mehr Spaß, so schräg, schön, jede Kurve genau im Radius zu fahren, als da irgendwie möglichst
jede Kurve auf Ideallinie wie auf einer Rennstrecke durchzublochen. Was bei dieser Linienwahl auch noch ein Vorteil ist, ist, dass man vom Gegenverkehr früher gesehen wird. Ich zeige euch das mal jetzt vor der Kurve. Oben kommt nichts. Ich roll mal eben in die Kurve. So, jetzt stehe ich auf meiner Linie direkt am Anfang dieses Strichs dort. Und wenn ich jetzt hier gerade bin, sehe ich die Perspektive. Das heißt, ich sehe da vorne die rote Linie an der Leitplanke, sehe noch einen Pfosten und sehe ungefähr noch mein halbes Feld. So, ich stehe wieder an derselben weißen Linie am Anfang, bin auf der Linie, die viele Motorradfahrer fahren. Und ich gucke mal nach vorne, da ist der rote Strich, da ist der Pfosten und dann ist auch schon vorbei mit Sicht. Das heißt, der Gegenverkehr, der jetzt hochkommt, sieht mich später und gleichzeitig sehe ich natürlich auch den Gegenverkehr später. Es ist jetzt natürlich nicht so dramatisch. Es handelt sich wahrscheinlich um ein paar Millisekunden, aber trotzdem ein paar Millisekunden können, denke ich, doch recht entscheidend sein. Vor allem können ein paar Millisekunden entscheidend sein, wenn euch ein Autofahrer entgegenkommt, der auch die Kurve schneidet. Da wird jeder wissen, das gibt's zu Genüge, dass dir ein Autofahrer auf deiner Seite entgegenkommt. Kann natürlich auch mit dem Motorradfahrer passieren, kann natürlich mit dem Fahrradfahrer passieren, kann mit allem passieren. Und wenn er dich früher sieht, du ihn früher siehst, haben beide Parteien noch eher die Chance zu reagieren und einen Crash irgendwie noch abzuwenden. Mit diesem Video hier, was ihr jetzt gerade gesehen habt, starte ich auf meinem Kanal so eine kleine Serie. Die kommt dann in regelmäßigen Abständen immer mal wieder ein Video zu dieser Serie. Die lautet, wie kann man das nennen? Ich würde es einfach mal nennen, gefährliches Hobby ein wenig sicherer machen. So eine Serie habe ich mir überlegt, würde ich ganz gerne auf meinem Kanal durchziehen. Und die Folge jetzt hier zum Thema Linienwahl liegt mir besonders am Herzen, weil ich der Meinung bin, das ist einer der wichtigsten Punkte für mich, womit ich versuche, dass dieses Hobby Motorradfahren ein bisschen sicherer zu machen. Ich bin ganz sicher nicht der beste Motorradfahrer auf diesem Planeten. Ich bin auch ganz sicher nicht der beste Motorradfahrer im Schwarzwald. Ich für mich denke aber, dass ich relativ gut Motorrad fahre und dass ich es auch relativ sicher mache. Und deswegen gibt es jetzt halt immer Videos zu diesem Thema. Heute halt die Linienwahl. Im Endeffekt probiere ich es einfach so gut wie möglich rüberzubringen, was ich jetzt meine, warum ich der Meinung bin, dass es für mich die richtige Sache ist, so Motorrad zu fahren, so die Linie zu wählen. Was ihr daraus macht, das ist komplett euer Ding. Ihr könnt so fahren, wie ihr wollt. Jeder kann so fahren, wie er möchte. Jeder kann so fahren, wie er es für richtig hält, für sicher hält. Das ist absolut jedem überlassen. Ich will hier nicht den Besserwisser spielen. Ich will das einfach so aufbauen, dass ich meine Erfahrungen, die ich halt einfach in ein paar 10.000 Kilometern Motorradfahren gesammelt habe, darstelle, so gut es mir möglich ist. Ja, jeder kann selbst entscheiden, ob das eine gute Sache ist oder ob es totaler Quatsch ist, was ich da erzähle. Jetzt habe ich sogar verzähle gesagt, das ist eigentlich ein Schweizer Ausdruck, was ich da erzähle. Bleiben wir mal beim Hochdeutsch. So, das war's mit dem Video. Als kleinen Bonus fahre ich doch einfach nochmal hier die Strecke hoch, auf meiner Linie, schön mit Kurvenradius ausfahren, schön mit Motorrad hin und her werfen und ich hoffe, dass ihr darin so ein bisschen seht, wie viel Spaß mir das doch macht, so Motorrad zu fahren. Ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne Arbeitswoche. Ich hoffe für euch, dass sie schnell vorbeigeht, dass es wieder Wochenende wird, dass ihr wieder fahren könnt und dass es dann wieder Sonntagabend ist und das nächste Video von mir kommt. Also macht's gut. Ciao.
Thank you.